Wenn Andreas Westenrieder in Obersöchering bei Weilheim seine Kühe melkt, tut er das nicht für irgendeinen Abnehmer, sondern für seine eigene kleine Minimolkerei. Ein gutes Gefühl. Du molkst in der Früh deine Milch. Es geht dann über in die Molkerei und verarbeitest die Milch, was du in der Früh gemolken hast, weiter zu Joghurt und Käse und Topfen. Macht auf alle Fälle Spaß. Ja. Hauptprodukt in der kleinen Molkerei ist der Heumilchjoghurt. Wichtig ist Andreas Westenrieder, dass der nicht weit transportiert werden muss zu den Kunden. Er hat sich deshalb der Regionalvermarktungsinitiative Unser Land angeschlossen. Die koordiniert den Verkauf von Produkten von insgesamt 300 Erzeugern in den Landkreisen um München. Uns gibt es ja jetzt seit 30 Jahren. Und wir haben von Anfang an das so festgelegt, dass unsere Produkte immer gewisse Richtlinien dahinter stehen, die wir auch kontrollieren, die immer eingehalten werden. So sind die Unser-Land-Produkte zu einer beliebten regionalen Marke geworden. Doch etwa vor einem Jahr der Einbruch. Verbraucher greifen immer häufiger zu billigeren Alternativen. Der Absatz von Heumilchjoghurt zum Beispiel ging um 50% zurück. Andreas Westenrieder macht sich große Sorgen. Wie geht's weiter? Man möchte ja den Betrieb am Laufen halten, muss liquide bleiben, also muss ja meine laufenden Kosten decken können. Und natürlich, wenn die Umsätze überall schwinden, dann bereitet das einen schon Kopfzerbrechen. Ja. Doch nicht nur der Absatz ist eingebrochen, gleichzeitig sind auch die Produktionskosten enorm gestiegen. Für die Verpackung zum Beispiel. Ungefähr, sage ich mal, um 15%, denke ich mal, haben wir eine Preiserhöhung 15 bis teilweise 20%. Natürlich auch die Kulturen, die Milchsäurebakterien sind teurer geworden, also nahe um die 15-20% Preiserhöhung, was wir haben. Also alles durch die Bank wird teurer. Adriane Schuhr bemerkt diese Entwicklung bei allen Landwirten, die für die Unser Land Initiative produzieren. Es ist 5 vor 12, muss man ganz klar sagen. Es bricht dauernd etwas weg. Es steigen bei unserem Netzwerk Erzeuger aus, die das einfach nicht mehr abbilden können. Die können auf so einem hohen Standard nicht mehr produzieren mit dem, was sie dafür bekommen. Und auf das steuern wir zu. Und was mal weg ist, ist einfach definitiv weg. Dabei hat die regionale Vermarktung viele Vorteile. Kürzere Transportwege zum Beispiel. Und Absatzmöglichkeiten für kleinere Betriebe wie den der Westenrieders. Während Andreas für die Molkerei verantwortlich ist, kümmert sich sein Vater Josef um die Fütterung der 40 Kühe. Um den Heumilchjoghurt herstellen zu können, bekommen die Tiere nur Heu und Gras zu fressen. Kein Kraftfutter und vor allem keine Silage. Also bei uns auf dem Betrieb darf keinerlei vergorene Futtermittel irgendwo gelagert oder hergestellt werden. Also wir dürfen nur Heu oder irgendwelche anderen trockenen Futtermittel füttern. Und Kraftfutter war schon erlaubt, aber nur in bedingtem Maße, also nicht zu viel. Um solche Informationen an die Verbraucher weiterzugeben und um seinen Heumilchjoghurt bekannter zu machen, fährt Josef Westenrieder oft in Supermärkte und lässt die Kunden probieren. Brigitte Honold von der Unser-Land-Initiative unterstützt ihn dabei. Sie arbeitet ehrenamtlich. Das Unser-Land-Netzwerk besteht aus mehreren Solidargemeinschaften, denen es weniger um Profit, sondern vor allem um den Erhalt der regionalen Vielfalt geht. Auch den meisten Verbrauchern scheint das wichtig zu sein. Ja, eigentlich schon. Ich bin dafür begeistert, ich finde es toll. Und ich nehme das auch an. Auf jeden Fall, ich schaue, dass ich nur regionale Sachen kaufe. Selbstverständlich ist es wichtig, aber es geht auch oft um einen Goldbeutel. Vermutlich deshalb entscheiden sich viele Verbraucher in letzter Zeit häufig für günstigere Massenware. Bei regionalen Produkten steckt meist viel mehr Handarbeit dahinter. Und die kleineren Strukturen sind einfach kostenintensiver. Man sieht es hier in diesem Betrieb. Es ist ein Familienbetrieb. Es wird wirklich alles in der Familie bewirtschaftet. Es wird nachhaltig gewirtschaftet. Das ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben bei den regionalen Produkten diesen Klimaschutz durch kurze Wege. Und das alles sind mehr Werte, die man im Endeffekt hat, wenn man ein regionales Produkt kauft. Die Westenrieders wollen mit ihrer kleinen Joghurtmolkerei auf jeden Fall weitermachen. Und in nächster Zeit einfach noch mehr das Gespräch mit den Verbrauchern suchen. So versuchen wir heute den Kunden zu vermitteln, was steckt dahinter, wer macht das, über die Verpackung schon zum Transportieren die Informationen. Und so versuchen wir halt irgendwie das entgegenzusteuern. Aber es ist halt sehr schwierig.
Die Unser Land-Initiative ist übrigens nicht der einzige Regionalvermarkter, der von erheblichen Umsatzeinbußen berichtet. Laut Bundesverband der Regionalbewegung hat der Negativtrend ganz Deutschland erfasst. Bleibt zu hoffen, dass sich das bald wieder ändert. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.